Ja, der FCB der will ja in die Achtelfinals von der Champions League. Also muss heute oben in Lissabon ein besseres Resultat annehmen als beim Match Manchester gegen Moskau. Das ist machbar. Auch weil der Gegner Benfica keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hat. Gleichzeitig birgt das aber auch Gefahren. Das Estadio da Luz, wo der FCB das Abschlusstraining hatte, hat fast 65'000 Zuschauer. Ein Haufen Sitze werden aber leer bleiben. Und fraglich ist auch, wie motiviert sind die Portugiesen noch, die mit 0 Punkten und nur einem Goal letzte sind. Trotzdem rechnet sowohl der FCB-Trainer Raphael Vicky und auch der Sportchef Marco Streller mit einem ganz anderen Benfica als beim ersten Duell, wo der FCB 5-0 gewonnen hat. Ich habe keine Ahnung, was der Plan vom Trainer von Benfica ist. Ich kann mir einfach vorstellen und ich gehe davon aus, dass sie eine Top-Mannschaft auf den Platz stellen werden und dass sie hier vor den eigenen Fans nicht verlieren wollen. Portugies ist ein sehr stolzes Volk und natürlich 5-0 gegen eine Schweizer Mannschaft verlieren, hat sie nicht tief im Stolz verletzt und die Warte wird führen können, da bin ich sicher. Dem widerspricht der Journalist João Nunes vom portugiesischen Fernsehen RTP zwar nicht, sagt aber auch vermutlich, dass der Trainer Rui Vitória ein paar Spieler aufs Feld lässt, die normalerweise Ersatz sind und es für einen FCB keine allzu heisse Stimmung wird geben. I think a lot of people won't come to the game. Ich glaube nicht, dass viele Leute kommen werden. Benfica hat keine Chance mehr weiterzukommen, nicht einmal in der Europa League. Wegen dem glaube ich, es wird keine schwierige Kulisse für den FC Basel geben. Ambience for Basel. Und damit das Stadion nicht ganz so leer aussieht wie jetzt hier im Abschlusstraining, hat sich Benfica etwas einfallen. Die Ticketpreise sind abgesetzt worden. Die Tickets für das Champions League-Spiel Benfica-FCB sind jetzt sogar billiger, als wenn Benfica in der Meisterschaft gegen den Letzten spielt. Sollte Benfica gegen den FCB verlieren oder unentschieden spielen, wäre das die schlechteste Bilanz von einer portugiesischen Mannschaft in der Champions League. Ist da, um den Abschluss von Haris Seferovic zu parieren.
Elienussi. Jetzt etwas Platz für ihn. Gutes Zuspiel, Steffen. Au! Ein Handspiel. Aber nächste Möglichkeit. Und dann Watzlik. Und erhalten. Samaris. Gefährlicher Bogenball. Jetzt vielleicht 2:0! Dimitri Oberlin! Und etwas Besseres hätte dem Schweizer Meister nicht passieren können. Wieder trifft er gegen Benfica Lissabon. Ich würde sagen, die zweite richtig gute Möglichkeit. Und nicht nur gute Kunde im Estadio Dalush, auch in Manchester ist ein Tor gefallen. 1:1. Also, jetzt müsste diese Rechnung doch aufgehen. FC Basel zu den 16 besten Mannschaften. Ein Fehler von Zwilla und Steffen vergibt das 3:0. Man kann eine Kontermöglichkeit über Steffen. Elienussi läuft mit. Steffen. Oh! Versucht auf eigene Faust. Und dann ist das Spiel vorbei. 22:36 Uhr. Der FCB steht in der K.O.-Phase. Hat die Achtelfinals erreicht. Ein großer Erfolg für Benzema. Der FCB steht nämlich zum dritten Mal in der Geschichte im Achtelfinale der Champions League. Nach dem letztlich souveränen 2:0-Sieg auswärts zu Lissabon sind die Basler heute am Mittag zurück in die Heimat gereist und haben jetzt bis am Samstag Zeit, um sich zu erholen und den grossen Erfolg setzen zu lassen. So gross wie nach dem 1:0-Sieg gegen Manchester sind die Emotionen gestern nicht gesehen. Zu klar und routiniert hat der FCB eine weitere historische Marke gesetzt. Und die muss zuerst einmal realisiert werden. 12 Punkte, so viel wie noch nie, Rekord. 4:0. 11 Goal. Unter anderem gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica 2-mal gewonnen. Das macht vor allem eins stolz. Es war eine unglaublich intensive Zeit, auch mit dieser Doppelbelastung oder Dreifachbelastung Meisterschaft, Cup, Champions League. Von dem her ist so eine Gefühlslage nach dem 1:0 fast noch gegen Manu fast noch ein bisschen emotionaler gewesen. Und auf der anderen Seite ist man einfach unglaublich stolz, dass wir das geschafft haben. Was mich sehr beeindruckt als Ex-Spieler ist, wie schnell die Mannschaft innerhalb von einem Match ein System kann switchen kann. Dass sie von 4 auf 3 verteidigen können, dass sie vorne von 3 auf 2 können, auf 4. Das ist beeindruckend, wie schnell das geht. Am Montag ist jetzt die Auslosung für die Achtelfinals. Der Verteidiger Raul Petretta weiß, wer er sich wünscht. Ich glaube, jeder Gegner, der jetzt kommt, ist ein großer Gegner. Deswegen vielleicht der italienische Gegner. Aber sonst wäre alles egal. Welle? AS Rom. Kann nur AS Rom werden. Mögliche Gegner sind eben Rom, denn Barcelona, Manchester City, Besiktas Istanbul, Tottenham, PSG und Liverpool oder Sevilla.